So, Freunde, recht herzlich willkommen zurück zu Breath of the Wild. Das letzte Mal. Da ging es richtig ab. Wir haben den Eisschrein abgeschlossen und haben anschließend hier den King of Hyrule kennengelernt, beziehungsweise der Opa war die ganze Zeit King of Hyrule. Warship und so kennt man ja. Und wow. Ja, wir sollen jetzt nach Kakariko, nach östlich. Nach östlich, so. Wäre eine Treppe gewesen. Ja, nach Osten sollen wir. Oh mein Gott, man geht einfach super schnell die Treppen runter. Danke, Nintendo. Zumindest sollen wir jetzt nach Kakariko, um dort unsere große Aufgabe, unserer großen Bestimmung zu folgen, die im Endeffekt die gleiche ist wie in jedem Zelda-Spiel, nämlich gerne besiegen und Zelda retten. Aber, ist ja egal. So, dann begeben wir uns mal auf den Weg. Erstmal sollten wir vielleicht... Aua! Arschloch. Ich bin noch... ist critical. Ja komm, dann benutzen wir einfach mal den. Hier, komm, warum nicht? Weil es ja geiler. Der ist tatsächlich geiler, weil es einfach viel schneller ist. Oh, Moment. Drop mal ein paar coole Items. Zack. Auch noch ein paar irgendwie sammeln, ne? Ist einfach einer am weniger. Das ist schön. Was will man machen? Zack. Oh, Bokobo. Bam, bam, bam. Alles mitnehmen. Außer Waffen. Die sind kacke. Keiner wofür den Spaßspieler noch gebrauchen können. Aber Vorsorgen und so, ne? Altersvorsorge und so. Oh, hab ich mal von gehört. Was ist das denn da? Nee, Link. Achso, das war der Tempel, ne? Ja, der Schrein. So, wo soll ich denn überhaupt hin? Ich kann mal gucken, ne? Was? Oh mein Gott, warte mal. Oh, okay. Dahin. Dann kann ich mich ja eigentlich mal eben hier importen. Dann haben wir es ja eigentlich, ne? Dann ist es, glaube ich, der schnellste Weg. Wir wollen ja keine Zeit verschwenden und so. Zeit ist Geld. Und Geld habe ich nicht. Dodging Attacks. While targeting an enemy, execute a backflip or holding and pressing X. Okay, man kann sogar am Rückwärtsseite einen Angriff machen. Das muss ich gerade mal ausprobieren. Obwohl mit dem Speer. Ich finde, die Ladezeiten sind auch eigentlich ganz angenehm. Also sie sind nicht super kurz, aber sie sind auch nicht super lang. Red Dead Redemption war ungefähr 10-mal so lang. Aber meine PlayStation ist ja auch kacke, ne? Hab ich gehört. Okay, vielleicht sollte ich... Moment. Geht nicht. Ah! Okay, komm, ich kletter einfach rüber. Ich kann ja jetzt meinen... Oh Gott. Nicht nach Steinen, nicht mit Sternen werfen, bitte. Danke. Wir können jetzt einfach unseren Paraglider benutzen. Achso, ich wollte sowieso mal gucken, wie der hier nicht aufgebaut ist mit den Items. Seek out Impa. Destroy Ganon. Vielleicht sind Karriere ein paar Leute, dass ich ein paar Sidequests kriege. Das fände ich ganz schön. King Rome ist auch ein schöner Name, ey. Was wollte ich jetzt machen? Was wollte ich gerade machen? Achso, Items. Nach Items wollte ich gucken, ne? A Weapons Board and Arrows Sheets. Kann ich eigentlich mal hier meinen geileren Bogen ausrüsten, ne? So. Haben wir irgendwie... Ah, Key-Items. Ah, okay. Paraglider. Sehr schön. Muss ich nicht ausrüsten, oder? Die sind... Der funktioniert jetzt einfach so. Habe ich richtig verstanden? Ich gehe mal kurz speichern. zack. Shave. Ja. Ich habe übrigens mal in ein Video reingeguckt von der Switch-Version, ne? Es ist genauso. Also, ich glaube nicht, dass ihr einen grafischen Unterschied seht. Also kaum. Zumindest auch durch YouTube und so eine Scheiße. Da sieht ja eher das Hässliche aus. Ich glaube, das passt. So, dann machen wir mal, wa? X! Wow! Was war das? Hilfe, ich hab Y gedrückt aus Versehen. Stand eigentlich was von A drücken in der Luft? Hatte ich irgendwie so eine Erinnerung? Gut. Muss ja nicht. Alter, der Speer ist doch voll geil, ey. Dann kriege ich einfach alle auf Distanz. Das Ding ist mega schnell. So, dann muss ich aber jetzt meinen Turm suchen, ne? Damit ich auch eine Map habe. Ich würde nämlich gerne eine Map haben. Ist die Frage, ist das da noch in diesem unterm Gebiet hier? Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist vom nächsten Gebiet. Oder wird das irgendwo auf der Karte angezeigt? Da ist zumindest im Bach. Konnte ich gerade auf dem... Nee. Okay, ich dachte, wir können mich da hinporten. Wäre ein bisschen lame. Depp, 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 depp. Neue Gefilde, Leute.
Metalloide. Was ist das denn? Erstmal untersuchen. Ah, guck mal, eine kaputte, das ist so ein Wagen, so eine Kutsche, so ne? Wisst ihr schon? Search. Amber! Okay. Warum auch nicht? Vor das Geräusch von kaputtem Holz. Hat das sogar eine Physik Engine? Nee. Einfach ist cool, dass Spiel tatsächlich eine Physik Engine hat. Hat in Zelda, glaube ich, noch nie so in der Art. Ein bisschen Physikrätsel gab es, glaube ich, schon das ein oder andere Mal, aber. Dass es sich vollkommen Physik Engine ist, ist, glaube ich, nicht. Ah, das sieht doch. Nee, das ist nicht der Turm. Hm, da hinten ist auch der Vulkan, ja. Mordor ist da hinten. Wir müssen den Ring da reinwerfen. Oh, was ist das denn? Kann ich mir nicht aus der näheren. Ja, so schon mal nicht. In näheren Sicht angucken. Ich kann mich hier anschleichen. Oh. Never mind. Wo ist denn der Turm? Ich hätte echt gerne den Turm. Ich meine, ja, die Map ist riesig. Ich kann das eh noch nicht sehen, so nach dem Motto. Aber ist ja egal, da hinten. Oh, Lord. Das könnte tatsächlich sein, oder? Wenn da. Ach, ich habe keine Ahnung. Da hinten ist Schloss. Schloss Hyrule. Und da ist wieder ein Turm. Boah, die fliegen sogar in V-Formation. Das ist ja geil. Ich gehe mal auf den Dom hier drauf. Da ist bestimmt wieder eine Truhe oben drauf. Mit 5 Aero oder so. Aerodynamisch. Ich kann mir vorstellen, dass bei Impa da der Turm ist. Bei Dingenskirchen und so, ne? Kannst du ruhig raufklettern, Link. Ah. Hast du geringere Strecke, die du zurücklegen musst. So. Was haben wir denn hier? Und von hier kann ich mir schon einen guten Überblick eigentlich verschaffen, ne? Oder ist denn einfach nur Lava, die da runterfließt? Das sind selbst bei mir irgendwie nur so Pixel, die da runter hängen. Man weiß es nicht. Ist eh nach da. Wäre schön, wenn ich wenigstens so ein paar Menschen noch kennenlernen würde, weil ich würde gerne ein paar Sidequests haben. Das wäre eigentlich ganz sexy. Und ich frage mich auch, dadurch, dass ich ja eben mit dem Herzcontainer mich hier auswählen konnte, habe ich jetzt ein bisschen die Befürchtung, dass es tatsächlich hier nicht, dass es nicht alle Herzteile gibt, so, wisst ihr? Dass ich, nicht beides voll machen kann, so nach dem Motto. Saphir, okay. Cool, vielleicht sollte ich mal durchlesen, was da steht. Das wäre schon mal eine Idee, ne? So, da irgendwo ist Impa also. Die Alte. Mal gucken, wie Impa hier aussieht. Es gibt da mehrere Arten von Impa. Es gibt die junge, komische aus Skyward Sword. Es gibt die junge, großbrüstige aus Ocarina of Time. Und es gibt die aus den Oracle Season, die so richtig fett und alt ist. Dann sieht man natürlich noch die Alte aus Skyward Sword. Okay, das ist der Turm, oder? Nee, das ist nicht der Turm. Ist das der Turm? Ich habe absolut keinen Plan. Wolkoch könnte hinkommen, weil dahin wird schon alles recht klein mit den Bäumen und so. Und die Nase. Dann schauen wir doch mal. So, ich kann jetzt einfach hier runterspringen. Mit dem Paraglider und so. Hätte auch mit X. Aber X. Oh! Achso, deswegen X. Natürlich, ich habe vorhin Y gedrückt. Weil ich halt Xbox gewohnt bin. Ey, das ist nicht schön. Wenn man, glaube ich, Nintendo-Spieler durch und durch ist, dann ist es einfacher, die Steuerung zu lernen. Alter, das ist die Alien-Brücke. Das wäre cool. Wow. Oh, ein Schrein. Wollen wir gleich mal reingehen? Warum eigentlich nicht, ne? Darf man so 200 Stück auf der Map geben? Oh, shit. Naja. Freezing a bomb barrel. Aha. Kann man ganz Item richtig krass kombinieren, wa? Ich hoffe, das muss ich nicht machen, um ein Spiel durchspielen zu können. Dafür bin ich nämlich wahrscheinlich hart zu blöd. For you, who to to to. To 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 to, you to to, who sets food. Gib mir die Aufgabe. The wind guides you. Oh, cool. Trial. Trial fehlt. Kann ich denn hier schon was machen oder muss ich hier irgendwie noch was vorbereiten? Kann ich hier irgendwie, wartet mal. Kann ich ja bestimmt. Oh.
Aha! Okay, es funktioniert tatsächlich. Amber. Aber mehr ist hier irgendwie gerade nicht, ne? Also doch, aber... Ja, okay. Ich krieg eine neue Fähigkeit hier. Das soll ich damit eigentlich andeuten. Dass ich zumindest nichts in der Richtung kriege. Oh Gott, ich werde hier so oft runterfallen und sterben. Aber ist okay. Au. Ah, kann ich bitte hochklettern? Nö, kann ich nicht. Ist ja gemein. Was haben wir hier noch? Ein Versteck. Das geht auch so, als der Rückweg. Och nö, muss ich hier wieder manuell rauslaufen? Ist ja langweilig. In den Tempel kann ich nicht überall hochlaufen. Das ist ein bisschen schade. Aber eigentlich auch nur fair. So, dann schauen wir mal. Ich kann auch wieder krass kombinieren hier. Zack. Hui. Was? Bitte was? Warum hat er einfach aufgehört zu gleiten? Gleiten? Ist doch doof. Das gefällt mir nicht. Jetzt ging's. Naja. Ach, guck mal, ist schon am Ende hier. Hätte ich Mini-Dungeons, aber da ist noch was. Bekomme ich dann mit meinem Ding ins Kirchen? Warte mal. Das schaffe ich dann hier rüber, oder? Ah, vielleicht von da. Ach, okay, ich bin doof. Moment. Ich habe Plan. Wenn die Termine schon so kurz sind, werde ich auf jeden Fall die Truhe da haben. Hui! Schwupp. So, von hier bestimmt. Wartet. Oh, es wird knapp, aber es reicht. Oh, es war knapp. Soldiers Claim. Ja, herrlich. Die Inventory ist voll. Das ist nicht herrlich. Aber schön, weil dadurch kann ich mir jetzt... Dass es halb kaputt ist, dann nicht mehr kaputt gleich. Oder so. Drop. Das behalte ich nochmal. Obwohl. Ich behalte mal einen davon. Ein Speer. Na komm, behalte ich auch mal eben so. Zack. Oh, passend, wenn die Alte sich aus Versehen wieder einsammelt. Soldiers Claim. Sogar stärker als mein altes kann es sein. Das vorher war doch 10, glaube ich, und nicht 20. Oder? Ja, cool. Achso, das andere war ja auch hier Warrior oder. Nee, was schon? Warte mal. Traveler. Ja, das war die andere Form. Heißt noch ein stärkeres Schwert. Das nehme ich doch gerne an. So, zack, zack. Und dann sind wir auch gleich schon durch. Kriege ich bestimmt jetzt noch wieder so ein Spirit Orb da, ne? Harmony Orb, Discord Orb, Discord Orb, so rum. Your resourcefulness is overcoming this try speaks to the promise of a healer. In the name of God, Celia, I bestow upon you the spirit. Ja, sitzt der vor so, oh Gott, warum muss ich hier eigentlich ständig rumsetzen? Und den Leuten ihre scheiß Orbs geben, die hier durchkommen, Mann. Der Tempel ist nämlich viel zu einfach, das schafft jeder Mensch. Swindrop! Cool. Vielleicht, oh Gott, ich habe die Befürchtung, dass man sich wahrscheinlich alle, im Endeffekt, um 100% zu haben, muss man wahrscheinlich wirklich alle Dungeons abschließen, weil man alle Spirit Orbs braucht, um irgendwie sich im Endeffekt alle Herzteile und ähnliches leisten zu können. Das kann natürlich auch sein. Naja. Elemental Weakness. If you see a attack against an ice enemy, you may defeat it in one hit. Achso, Fiery, okay. Das Wort habe ich noch nie gesehen, aber das heißt wahrscheinlich Feuerattacke. Nicht nur wahrscheinlich, es heißt so. Da bin ich mir zu 99,8% sicher. So, was haben wir denn hier Schönes? Die Eldin-Brücke. Wenn sie es denn ist. Wahrscheinlich nicht. Also haben wir schon mal einen Punkt auf der Map, ne? Ist doch auch eine schöne Sache eigentlich. Proxim Bridge, okay. Man muss sagen, ne? Auf Englisch heißen ja viele Sachen auch anders. Eldin heißt ja... Eldin. Ne, was heißt das noch? Hier, wie heißt es? Oh. Eldin. Faron. Und das letzte. Oh mein Gott, ein Kollege! Ich brenne. Ich wollte nur mal kurz sagen, bevor ich mit dem Typen rede.
Also hier Aiden heißt ja Aiden, Faron heißt Faron und wie heißt das andere noch? Ich habe das dritte. Ich habe den Namen des Wüstengebiets vergessen gerade. Zumindest in Scarlet Sword. Auf jeden Fall heißt es auf Englisch Lanairu. Das heißt ein anderer Name als im Deutschen. Auch von der Göttin Nairu und so, ne? Das sieht aus, als wenn da oben so ein Drache fliegen würde. Das da. Ist es auch. Was ist das? Moment! Leute, das ist bestimmt irgendeine fliegende Stadt oder so, wo man noch hin kann. Okay. Wie hieß es aber auf Englisch? Auf Deutsch. Nicht. Oh. Lanairu, nein, wie. Oh. Ich habe den Namen vergessen, ernsthaft. Oder hieß Aiden Lanairu? Nein. Aiden war Feuer. Throne war Wald. Und die Wüste hieß. Oh, ich hab's vergessen. Fuck. Egal. Wir sprechen jetzt mal mit dem Typen. Hat mal eine Sidequest für mich, das wäre super. Oh. The end is here. I may be somewhat used to seeing bad omens by now, but that, well, let's just say it's better than most. Better? Worse. We're doomed. I mean, don't panic. Sorry, who are you? Have me, blah. Well, doesn't matter who you are, really. I was getting tired of talking to myself, so you've come at a good time. By the way, those strange things that popped out of the ground, did you see them? I'm not talking about mushrooms here. I'm talking about those towers. They seem to have popped up all over the place. What? Wo? Ah, oh, da ist der Tim. Da ist der. Moment. Auf welcher Seite der Brücke sind wir gerade? Oh, auf der Seite. Ach nee, Moment. Das ist noch der aus dem alten Gebiet da oben, ne? Ja, okay. And that's not the only strange thing that happened. Those long deserted shrines suddenly started glowing. Aww. You know what this means, don't you? The end is here. The end. With all this craziness happening, I've been keeping an eye on that thing. Just to see if it suddenly starts moving, you know? Was? I'm talking about that guardian, of course. Haven't you heard the old stories about Hyrule? Achso, doch, ja. See that thing over there? The one shaped like an overturned urn. That is what I'm talking about. Did you know some of them can move? One of them once chased me down and tried to kill me. Der hier? Na, das war ein anderer. This one was closer to castle, but before the forest, when they spot you, they shoot blue beams of light at you. Ja, hab ich schon gemerkt. Man, I was so sure that was the end for me. I was prepared for the worst. But I somehow managed to escape into the nearby woods. I think it was my lightning fast reflexes that saved me. Yeah, I wish. Truth is, I just got lucky. Okay. Anyway, I hear guardians like that still wander around Hyrule Castle. Be careful. Okay. Hello, are you looking for someone to date with you? Need directions. Hyrule Castle, Kakeriko. Ach, das kriege ich auch alleine hin. Ja, ja, da hofft, dass er vielleicht irgendeine Quest für mich hat oder so. Gut, dann halt nicht. Ja, tut mir auch leid wegen Englisch und so, ne? Aber allein diese Cutscene-Folien war es halt auch schon wieder wert, weil es wäre auf Deutsch wahrscheinlich wieder super boring gewesen, so. Ich spiele wieder mittlerweile lieber auf Englisch, beziehungsweise zumindest Sprache, weil ich die einfach viel geiler finde. Gerade in Spielen und so, weil deutsche Synchros in Spielen sind halt meistens scheiße. Nicht immer, aber meistens. Dachchen. Ja, ne? Ich hätte gerne den Turm dieser Map, dieser Welt. Okay, da hinten ist definitiv der Turm. Und wir sagen, hätten wir mal dahin, wa? Also ich werde auch gucken, wegen der Folgenlänge und so. Ich habe ja gesagt, 30 bis 40 Minuten, das möchte ich auch grundlegend so beibehalten. Aber, eventuell, wenn ich halt mal nicht so viel Zeit habe und so, und wenn ich dann eben nur eine Folge brauche, dass ich vielleicht wirklich nur mal 20 Minuten mache, ne? Je nachdem, wie es passt. So, ich würde echt gerne mal ein Tier jagen, ne? Hier, schwupp, soll ich mal ausprobieren? Was passiert, wenn ich den einfach mal abballer? Oh, es ist schon tot, okay. Fleisch, raw meat. Meat obtained from animals in plains and forests. You can eat it raw, but cooking it will be blablabla. Ja. Deswegen heißt das Spiel auch Breath of the Wild, weil Wildfleisch und so, ne? Ah, da ist ein gerissen, ey. Bestimmt regen sich jetzt einige auf, ja. Einige hören jetzt Taddel und so hören das Spiel jetzt bestimmt auf, weil das Spiel ist nicht vegan, ja. Das ist natürlich, es geht natürlich absolut nicht. Ich möchte bitte auf das Ding hier raufklettern. Einfach weil ich es kann. I'm on the top of the world. Oh. Nicht mehr. Okay, Turm.
Turm, 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 Turm. Ich werde übrigens mal gucken, dass ich vielleicht bis morgen, also ich weiß noch nicht, wie viele Folgen ich heute noch aufnehme. Das macht mich gerade extrem Bock. Das ist die fünfte Folge, die ich am Stück aufnehme, wohlgemerkt, ja. Also was ist am Stück? Ich hatte kleine Pausen, aber immer an demselben Tag. Ich bin am überlegen, also ich muss mal gucken, wie mein Mikrofon, ob ich da nochmal gucke, ob ich vielleicht nochmal die Slots ändere oder irgendwas an meinen PC stelle, weil anscheinend, wenn ich mein, also hier ist so ein Hintergrundrauschen, ne? Und sobald ich mein, das denn? Achso. Ich dachte, irgendein Megaloch. Und sobald ich meine Hand quasi an meinen PC lege, dann hört das Brummen auf, beziehungsweise wird leiser. Das macht einfach überhaupt keinen Sinn, finde ich. Und der Wind hier ist sehr schön. Naja, geht so. In Witcher ist es dann nochmal ein bisschen übertriebener. Naja, zumindest, dass ich vielleicht mal gucke, dass ich mein Mikro mal ein bisschen umstelle oder mal einen anderen Slot vielleicht benutze. Oder was zum Teufel war das? Oh, Octoroks. I could eat an Octorog. Au. Voll reingelaufen. Au, voll reingelaufen. Ey! Wie wär's, wenn ihr mal nicht gleichzeitig erscheinen würdet? Okay, RIP Leon. Ah ja, haben wir ein bisschen was zum Heilen, ne? Ein bisschen. Aber ein bisschen durchmischen, was wir hier noch so essen können. Alter, die haben ja ein Aim von, keine Ahnung, ey. Spielt mal CSGO. Okay, ich habe gleich alle meine Pfeile verschwendet für diese scheiß Octoroks. Ich raste komplett aus. Octoballoon. Lül. Armored Carb. Ich hätte gerne meine Pfeile wieder, wenn ich ehrlich bin. Hä? Hä? Was ist mit mir gerade passiert? Wie bin ich bitte gerade gestorben? What the fuck? Ich hatte noch ein Herz und dann bin ich bin einfach tot gewesen. Ey, das Spiel ist gar nicht mal so leicht, ne? Also man stirbt hier deutlich öfter. Ich meine, ist halt irgendwie okay so. Aber, weil man halt direkt wieder gleich anfangen darf, aber bisschen doof ist es trotzdem. So, dann schleichen wir mal an, koch mal ganz heimlich Fleisch, wie wär's damit? Hold. Ach, ich glaube, ich kann 5 Sachen gleichzeitig halten. Ach so. Ist ja witzig. Dann, ja, komm, dann. Das kann man doch noch kochen. Wir hätten doch irgendwas mir von wegen. Warte mal, das war so ein Pilz, ne? Warte mal, irgendwann war hier doch irgend so ein Pilz, der. Ein Cook Every Stamina Restoration. Genau. Nehmen wir mal den hier. Guck! Schwibblab. Alles gleichzeitig. Warum auch nicht? Blub. Pepper Steak! Ach so! Lol. Meat has been cooked in crushed peppers to. Achso, jetzt ist quasi eine Sache geworden. Okay. Okay, anscheinend kriege ich dadurch 5 oder 6 Herzen zurück. Eins von beiden. Das ist doch schön. Was machen die da für eine Party? Kannst du eigentlich mal versuchen, die zu bekämpfen, oder? Warte mal, ich kann auch einfach. Okay, das geht doch nicht. Mann! Bam! Schade, dadurch kann ich natürlich. Nicht! Bam! Bam! Oder nächstes Schwert alle. Aber ist okay. Komm, machen wir mal das hier. Boah! Bam! Oh, scheiße. Vielleicht brauchen wir was zum Fressen. Ist wie mein Apfel. Ist ja mein Apfel. Bam! Bam! Das macht irgendwie Bock. So, jetzt habe ich aber auch richtig viel Scheiße zum Einsammeln mal. So, was haben wir denn hier? Boko Shield. Change Shield, okay. Dann auch mal in den zweiten Shield. Das sind nur die Dinger, diese. Ja, nur die Schwerter, die haben und kein Fleisch oder sowas, ne? Boko Bad. Ich hatte das Broadsword. Schwert. Ja, genau, ja. Throwing Spear. Fragezeichen-Sachen kann ich aber trotzdem nochmal einsammeln, ne? Um wenigstens ein bisschen was zu haben.
So, dann nehmen wir mal. Ich kann auch gedrückt halten und einfach so zack. Ah, cool. Dann muss ich das sogar immer. Habe ich sogar immer. Ich habe die ganze Zeit gedrückt gehalten. Mein Brain ist manchmal nicht ganz so cool. Wie Link das Schwert hält, ey. Na denn? Tada! Ach so, ich muss die Lager immer komplett vernichten, damit ich die Items kriege. Ah, okay. Gut zu wissen. Bo, brauche ich nicht. Na gut, immer ein paar neue Items gekriegt, ne? Und irgendwas Schickes hier drin. Vielleicht ein Herzteil. Wenn sowas hier überhaupt noch gibt. So, das fehlt. Cool. Ich finde es übrigens gut, dass man keine allgemeine Anzeige quasi hat, wie viele Items man gesamt tragen kann, sondern in jedem Bereich mehrere. Wisst ihr? Also, dass jedes Bereich, jeder Bereich ein Limit hat. Dass ich jetzt nicht 20 Schwerter, aber dafür ein Schild tragen kann, sondern wirklich nur eine gewisse Anzahl an Schwertern und Schildern. Ihr wisst doch, was ich meine. Bin ich eigentlich vorhin ertrunken? Bin ich irgendwie im Wasser verreckt, dass die Strömung mich einfach rumgebracht hat? Wäre natürlich ärgerlich. Alter, das Rauschen des Mikrofons, es ist so ultimativ krass. Ich hoffe, ihr ertragt das noch irgendwie. Und sterbt nicht gerade an Ohrenkrebs, weil ihr die ganze Zeit so ein Pfff hört. Ich meine, ich schneide es ja im Nachhinein raus. Das heißt, an so Passagen, wo ich nicht rede, da hört man auch nichts. Aber wenn ich rede, dann hört man trotzdem immer so Pfff im Hintergrund. Und das ist halt echt scheiße. Aber ich kann halt nichts dagegen tun. Mein Mikrofon gibt den Geist auf scheinbar. Was war das jetzt? Achso, lol. Warte mal, muss ich irgendwie anschleichen? Ganz heimlich. Sieht aus wie Vanille. Oder soll mir das irgendwo hinführen? Ich habe Angst, dass ich hier saufe. Egal, wird schon gehen. Warte mal. Zack. Leider hatte ich vorhin keine Ausdauer mehr, deswegen irgendwie ersoffen. Fragen über Fragen, die man nicht beantworten kann. Oder ich zumindest nicht, weil ich scheiße bin. Ich hätte vielleicht warten sollen, bis ich mehr Energie habe. LOL! Jaha, you found me! Die Viecher aus ihr, Wind Waker. Nice. Ha, you're not has to, but you can see me. I didn't know your kind could see the children of the forest. Well, if you run to Hestu, please return this to him. Guck, sieht. Oh, jetzt habe ich eine Sidequest. Wohl. Oh, and my friends are hiding in lots of different places too. Don't be shy about poking your nose into suspicious places. Suspicious places. Wow! Twihi! Okay, muss weg hier. Scheiß Viech, ey. Alter! Das reicht's mal. Die gibt nicht auf. Ich kletter mal den Domo, ne? Ja, wie bin ich da nicht das erste Mal hochgekommen? Da muss ich ja gar nicht hochklettern, ne? Dueling Peaks Tower. Twin Peaks Tower. Cool. Ich weiß echt nicht, wie ich das erste Mal darauf gekommen bin. Wenn ich ehrlich bin. Ich wollte übrigens nicht so nach links, sondern eigentlich nur noch gerade oben. Aber gut. Ist ja egal, ne? okay. Dip, 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 zack. So, sind wir gleich oben. Ja. Dann holen wir uns nochmal schnell die Map hier und dann ist die Folge, denke ich, auch bald vorbei. Boah, das Rauschen, es wird immer schlimmer, habe ich das Gefühl. Und dann hört man einfach nur noch. Es tut mir leid. So. Sheikah Tower activated. Scanning area.
Wunderschön. Regional map extracted. Schicke Slate updated. Additional functionality detected. Schicke Sensor searching for shrine. Achso, searching for shrines. The sensor reacts when you are close to shrines that you have not yet visited. If you head in the direction where the reaction is strongest, you should be able to find the shrine. Ah, cool. You can able to display the Y on the map screen. Cool. Okay. Das ist auf jeden Fall hilfreich. Schicke Sensor now operational. Blub, blub. The sensor indicator has been placed near the minimap. Search for shrines by moving in the direction with the strongest signal. Warte mal. Der Controller hat eben einmal vibriert. Geht das nach Vibration? Ja, herrlich. Guck mal, in die Richtung. Okay, dann ist es irgendwo hier. Vermutlich da, wo auch Dingenskirchen ist. Gut. Das ist da das Rauschen, weil das Mikrofon gerade wirklich absolut unerträglich wird. Glaube ich. Ich versuche ganz leise zu reden, was dann passiert. Von daher, würde ich die Folge jetzt erstmal beenden. Ich bedanke mich relativ fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich werde bis zum nächsten Mal mal den USB-Slot meines Mikrofons wechseln. Vielleicht mal in den hier vorne oder in den USB-Verteiler. Vielleicht geht das besser. Vielleicht liegt es da, aber wie gesagt, ne, wenn ich mein PC berühre und dann das Rauschen weg ist, dann ist ja irgendwie nicht mit in Ordnung. Naja. Ich versuche es auf jeden Fall mal und wenn nicht, dann muss ich halt irgendwie gucken, ob ich eine andere Lösung finde oder im Zweifel mir irgendwann mal ein neues Mikrofon kaufen muss. Echt ein geiles Mikrofon eigentlich, ne? Aber, mein Gott, warum rauscht das denn in letzter Zeit so krass, ey? Naja. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal, ne? Tschüss!